Maschinenbaustudent, nicht ganz so vertraut. Hast du denn schon überlegt, wie du dein Date noch von dir überzeugen willst? Die Strategie schaut so aus, dass das erst einmal das Fundament bildet und mein sexy Körper wird sie dann erobern. Ja, das Fundament schaut aber schon ein bisschen aus, wie wenn es am Bröckeln wäre. In der Tat, denn das fundamentale Menü des Partylöwen kommt doch sehr einfach daher. Schinken und Baguette zur Vorspeise, danach Frankfurter Würstel und zum Dessert Joghurt mit Erdbeeren. Naja. Es ist schon sehr fraglich, ob sich Herzdame Johanna damit beeindrucken lässt. Die rothaarige Bauchtänzerin ist schon fast bei ihrem sportlichen Verehrer angekommen. Ja, ich bin jetzt schon ziemlich aufgeregt. Ich bin gespannt, wie der Hannes so drauf ist. Ich habe gehört, dass er unternehmungslustig ist und ob er, was er genau unternimmt, würde mich interessieren. Und Maschinenbauer, was er da zusammenbaut. Momentan baut Hannes darauf, sich die Zeit bis zum ersten Blickkontakt irgendwie zu vertreiben. Um etwas Stress abzubauen, macht er sogar noch ein kleines Workout. Ja, ich bin total aufgeregt jetzt und bin natürlich schon sehr gespannt auf sie. Und war zuerst ziemlich im Stress, aber ich habe alles nochmal gut hinbekommen und freue mich jetzt, sie zu sehen. Noch wenige Meter über das schöne Anwesen und dann startet das erste Blind Date Dinner. Diesmal am Mondsee im Salzburger Land. Der draufgängerische Partylöwe Hannes trifft auf die angehende Hauptschullehrerin Johanna. Ob das gut geht? Hallo. Hallo, ich bin die Hanna. Hallo, Hannes. Er ist groß, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und soweit ich gesehen habe, glaube ich, hat er auch breite Schultern. Allerdings von Aussehen eher weniger mal voll. Ja, ich finde sie sehr attraktiv. Der erste Eindruck war sehr sympathisch. Und jetzt gehen wir mal ein Aperitif trinken und dann werde ich mächtig ins Zeug legen, dass wir uns besser kennenlernen. Einstweilen genießt Johanna den tollen Ausblick auf den See. Allerdings ist da noch etwas, was Hannes wissen sollte. Ich bin jetzt mal gespannt auf ein Aperitif. Wahrscheinlich kriege ich Alkohol und wie er dann reagiert, wenn ich nichts trinke. Der Gastgeber ahnt natürlich nicht einmal im Ansatz, dass seine Dinnerdame keinen Alkohol trinkt. Schau, das ist der Aperitif. Wow, das ist nicht so Rotwein. Rotwein, ja. Ich trinke gar keinen Alkohol, ist doch verloren. Das ist vielleicht ein Glas Wasser. Ja, so sicher, bring ich dann, passt. Super, danke. Tja, blöd, dabei sind die Gläser doch so schön voll gewesen. Das finde ich nicht so gut, wenn ich morgen gleich ein Aperitif auffüllen will. Generell will ich gar keinen Alkohol trinken, aber naja. So, der Wasser. Ja, super, danke, das ist ja schnell gegangen. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. So, die Herzdame ist versorgt. Jetzt kann sie endlich mit neugierigen Fragen starten. Und wie kommt man zum Maschinenbaustudium? Ich bin schon immer sehr für Technik interessiert und dann war eigentlich nicht mehr viel anderes zur Auswahl. Das heißt, du bist ein kleiner Bastler, oder was? Ja, kleiner Bastler bin ich, genau. Basteln, ich halte es nicht aus. Bist du noch nicht aus der Kinderschule heraus? Und was bastelst du? Ja, für dich bastle ich alles, was du willst. Alles, was ich will. Na, da bin ich ja gespannt. Doch vor der Bastelstunde kommt die Nachspeise mit einer Abkühlung, zumindest wenn es nach Hannes geht. Was haltest du davon, wenn wir die Nachspeise dann im Pool essen? Ob diese Idee so gut ankommt, vorsichtshalber macht sich der Sportler aber schon mal bereit. Ich glaube, er hat eine ziemlich große Klappe. Gleich. Guter Morgen beginnt für mich mit einem sanften Wecken und einem sanften Start in den Tag. Genau wie für meinen Tiger. Whiskas sanfte Küche, schonend zubereitet. Ein Geschmack, den Katzen lieben. Katzen würden Whiskas kaufen. Werden Gelsen dir zur Qual? Schütz dich mit Vandal Protect. Der neue Gelsenschutz im Freien, wie ein unsichtbares Fliegengitter. Vandal wirkt phänomenal. Five Gum stimuliert deine Sinne. Erlebe die Vielfalt. Würden Sie Ihren Lufterfrischer neu gestalten? Würde er vermutlich so aussehen. Das sieht besser aus. Er reagiert auf Bewegung mit dem Versprühen von frischem Brieseduft. Der schönere Duft für zu Hause. Neu. Refresh von Brise. Das Spray jetzt auch für Wohntextilien.
Das vertikale Stuhlklettern ist keine olympische Disziplin, aber es verlangt auch Ehrgeiz, Einsatz und eine Windel, die immer mithält. Pampers Active Fit passt sich perfekt dem Bauch, den Beinen und am Po an. Für bis zu 12 Stunden Trockenheit. Für Ihren kleinen Champion. Pampers. Villacher Biergarten. Villacher. Ein Bier wie wir. Gewinnen Sie jetzt mit Villacher Bier ein Fiat 500 Cabrio. Insalatissime Rio Mare. Bester Thunfisch und Gemüse für köstliche Gerichte. Bring mehr Geschmack in deinen Tag. Insalatissime Rio Mare. Feiner geht's nicht. Kaum eingecremt fühlt sich meine Haut wieder trocken an. Wie nie eingecremt. Neutrogena Deep Moisture Body Lotion spendet sofort optimale Feuchtigkeit. Sie dringt tief in die Haut ein für sofortige und optimale Feuchtigkeit. Erleben Sie 24 Stunden Wohlfühlhaut. Deep Moisture Feuchtigkeitspflege von Neutrogena. Hast du das Wasser im Geschirrspüler angetragen? Ha? Nicht, dass was passiert. Fahren wir jetzt endlich. Nicht schlecht. Die werden sich aussackern. So, und jetzt fahren wir auf Urlaub. Entspannt in den Sommer? Kein Problem mit dem richtigen Sound von Justin Bieber, Amy McDonald, Maroon 5 oder Gustavo Lima. Moment, es ist Sommer. Der Sommer rockt. Mehr auf universalmusic.at. Frauen sind stark. Nicht stark in Anführungszeichen, sondern einfach stark. Punkt. Und weil starke Frauen schwitzen, haben wir Rexona Maximum Protection entwickelt. Für bessere Ergebnisse. Doppelt so stark wie unser meistverkauftes Antitranspirant. Neu, Rexona Maximum Protection. Bedingungslos stark. Brüchige oder verfärbte Nägel. Die Ursache ist meist Nagelpilz. Jetzt gibt es Nalok zur Behandlung von Problemen, die durch Nagelpilz verursacht werden. Nalok führt schnell zu sichtbaren Verbesserungen des Nagelpilz. Nalok, einmal täglich für gesunde Nägel, nur in Ihrer Apotheke. Über Wirkung, mögliche unerwünschte Wirkung, informieren Gebrauchsinformationen Arzt oder Apotheker. Elektronikpartner gratuliert Puls 4 zum 4. Geburtstag und lässt Sie daran teilhaben. Warum sollen gerade Sie den pinken Kühlschrank gewinnen? Werden Sie Fan von IP Austria auf Facebook. Die kreativste Antwort, die auf unserer Gewinnspieloberfläche gepostet wird, gewinnt. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2012. So suchen die meisten Menschen eine Zahnbürste aus. Bei so vielen erkennt man kaum noch Unterschiede. Und so suchen die meisten Zahnärzte aus. Tatsache ist, dass mehr Zahnärzte eine Oral-B-Zahnbürste benutzen als jede andere Zahnbürste. Könnten Sie sehen, was Ihr Zahnarzt sieht, würden auch Sie eine Oral-B-Zahnbürste wählen. Vertrauen Sie der Zahnbürste, die auch Zahnärzte wählen. Oral-B. Hallo! Nicht schlecht. Mama! Feuer! Scheint ja alles prima gelaufen zu sein. Ja. Knackig kühle Schokolade und eine Creme aus frischer Vollmilch. Kinder Pinguin, so viel Genuss darf sein. In so jungen Jahren Haarausfall? Bitte nicht. Wenn es jungen Haarwurzeln an Wachstumsenergie fehlt, dann kann es passieren. Der Akku ist leer. Davor schützt jetzt Plantur 21, das erste Nutri-Koffein-Shampoo für junge Frauen. Aufladen mit Plantur 21. Heute um 20.15 Uhr. Spiegel TV Österreich. Amokläufe als letzter Ausweg auf Puls 4. Übernatürliche Phänomene in Fringe, Grenzfälle des FBI auf Pro7 Austria. Verstrickte Liebeskomödie, den Masche mit der Liebe in Sat1 Österreich. Die Häftlinge gegen die Wärter, Spiel ohne Regeln bei Kabel 1 Austria. Viel Vergnügen wünschen die österreichischen Privaten jetzt auch in HD. Zurück bei Messergabelherz, das Blind-Date-Dinner. Diese Woche aus dem Salzburger Land mit der angehenden Lehrerin und Eselliebhaberin Johanna. Zu Gast ist sie beim Studenten Hannes und der erzählt von seinen ehrgeizigen Berufsplänen. Jetzt mache ich einmal ein Auslandspraktikum in China im Sommer und wie lange ich dann wirklich dann später in der Karriere im Ausland tätig sein werde, kann man natürlich noch nicht sagen. In China, das heißt, du kannst Chinesisch. Genau. Scheinbar nicht, aber dafür kann Johanna ein paar Worte.
Ni hao. Ni hao, ja, das war's, ja. Johanna. Hallo, ich heiße Johanna. Ja, so viel kann ich auch noch. Ja, sehr gut. Wie machst du das dann, wenn du das Rennen hast? Wenn du ins Ausland gehst, so lange? Ja, da sehen wir uns dann halt die Zeit, in der ich im Ausland bin, nicht. So, dem Studenten geht also die Karriere vor. Aha. Da haben wir dann so eine Beziehungspause. Eine Beziehungspause? Genau. Okay. Du kannst gleich heimgehen jetzt. Du musst das schon mitnehmen, wenn du das willst. Mit der Beziehungspause gewinnt er dieses Date. Ich sei mir nicht besser, auf Beziehungspausen stehe ich weniger. Okay. Nein, hätte er gescheit auch gar nicht. Okay. Doch Hannes sieht es entspannter. Wenn eine Beziehung voll im Gange ist, spielt natürlich ein Auslandssemester oder Auslandsreise auch keine Rolle. Und somit ist es für mich eigentlich kein Problem. Geht für mich gar nicht, weil entweder man hat einen Partner, man konzentriert sich auf den und kümmert sich um den, oder man lässt gleich bleiben. Nach dieser ersten Unstimmigkeit gibt's die reichhaltige Vorspeise. Käse, Wurst und Brot. Ja, was will man mehr? So, also ich habe jetzt da eine Baguette und einen guten Schinken als Vorspeise vorbereitet. Und jetzt gehe ich noch was holen, dass es komplett wird. Machst du Servietten holen, oder? Nein, Servietten haben wir heute keine, was aber noch was zum Essen und zum Trinken holen. Okay. Scheinbar ist die Herzdame auf alle Eventualitäten vorbereitet. Eine Serviette ist gleich bei der Hand. Selbst ist die Frau, so ist's recht. Oje, keine Servietten, muss sie sich alles selber schon machen. Wenn man nicht mal eine Serviette für eine Frau hat, dann weiß ich auch nicht. Dem Gastgeber scheint das allerdings nicht aus der Ruhe zu bringen. Hat er denn sonst alles im Griff? So, jetzt haben wir noch alles. Und Teller? Oder Teller sonst mit der brauchen Hand? Wir natürlich auch noch. Ja, da fehlt also schon noch einiges. Okay. Dein Schädel ist anscheinend auch noch beim Golfspielen. Oh, es gibt sogar Teller. Ja, geben tut's die Teller schon. Nur dran gedacht hat Hannes nicht. Was ist denn los, sag mal? Also sowas darf mal nicht passieren. Ich weiß auch nicht, was da jetzt falsch gelaufen ist. Und ich hoffe, dass ich das jetzt noch ausbessern kann mit meinem Charme. Ja, und hier eine erste Kostprobe davon. So, das sind unsere Teller. Dass wir jetzt auf den Tellern essen können. Ja, super, danke. Aber weil ohne Teller kann man nur mit den Fingern essen. Für mich ist nichts mitgenommen. Du und Rotwein geholt? Ja, du hast ja wohl noch ein bisschen was drin. Das musst du jetzt erst austrinken, dann okay. Geht auch ein Eis holen. Okay. Ich weiß, die trinkst es aus. Alles ja, nichts, passt. Passt. Bitte. Du hast dir nichts vorbereitet und geben tust ja auch nichts. Auf Kommando. Autsch. Ein Gentleman vor dem Herrn. Halleluja. Bitte, da ist der Wasser. Super, danke dir. Und jetzt können wir hoffentlich endlich einmal zum Essen starten. Ja. Und du darfst zugreifen als Erste. Ich darf zugreifen als Erste. Ja, dann greifen wir zu. Passt. Käse, Brot, Wurst. Reicht das? Von Essen her habe ich schon mehr erwartet. So, zum Beispiel? So mit Oliven oder so, antipastemäßig. Okay, ja, Oliven mag ich leider gar nicht. Magst du gar nicht? Okay. Ist ein absolutes No-Go. Okay, dann verstehe ich es, dass du nicht her da hast. Passt. Sag mal, wirst du gern von einer Frau auf Trab gehalten? Weil jetzt hast du doch ein paar Mal gehen müssen für mich, so hin und her. Ja, nein, das taugt mir schon. Das ist taugt schon recht lässig. Das heißt, es taugt deiner Frau. Wie schaut das bei dir aus, wenn du auf Trab gehalten wirst? Wenn ich auf Trab gehalten werde? Von wem? Von einem Mann jetzt oder allgemein? Von einem Mann. Von einem Mann? Ja, ich gebe das Kommando, gell? Also, okay. Ich lass mir von einem Mann nicht so schnell was sagen. Sehr cool. Dann werden die Fronten hiermit geklärt. Gefällt dir die dominante Art deiner Herzdame, Hannes? Ja, ich finde es bei ihr sehr sexy, dass sie Männer so auf Tab haltet. Und ich mag es, wenn Frauen den Ton angeben. Okay, das gibt den ersten Pluspunkt für den Studenten. So, Hannes, in deiner Videobotschaft habe ich gehört, dass du unternehmungslustig bist. Genau, ja. Wie unternehmungslustig bist du? Das heißt, du bist da voll der Partylöwe oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, ich bin ein Partylöwe und spontan für viele Reisen und so weiter sofort zu haben. Ja, Party schon, aber lieber eine Partymaus. Ob das die Frau gerne hat, ein Partylöwen? Und wie oft pro Woche gehst du fort? Ja, 2 bis 3 Mal pro Woche. 2 bis 3 Mal pro Woche gehst du fort? Und wie genau schaut Fortgehen für dich aus? Ist das in einer Bar gehen, was trinken oder verzögern? Ja, Fortgehen ist meistens Vortrinken bei Freunden. Mhm. Und danach spart man dann alle gemeinsam in die Diskos. Das heißt, vorglühen und voll saufen und danach weiter saufen, oder wie? Voll das saufen beim Vortrinken.
Und danach noch teilweise natürlich weiter so. Du bist immer Highlife dabei, oder was? Immer Highlife dabei. Oh je, und Johanna mag keinen Alkohol. Dann vollrauscht, das ist das Einzige, wie du dich beglückst. Ha? Und jetzt bist du aber voll vorbeigerauscht. Alkohol, dein Freund und Helfer. Also wie du gesagt hast, dass er 2 bis 3 Mal die Woche Party machen geht und sich voll laufen lässt, da war ich wirklich geschockt. Weil ein Mann, der sich am nächsten Tag nicht mehr erinnern kann, was er gemacht hat, das ist für mich so ein No-Go, das geht einfach nicht. Und derart geschockt will Johanna mehr über ihren Gastgeber erfahren und geht sich einmal bei ihm umschauen. Wenn der Bikini wohl gehört. Partygänger, das kann ich mir schon vorstellen, dass das zu ihm passt, dass er Frauen regelmäßig mit heimnimmt und dann ist Lingl in der Bikini eh klar. Auch wenn der knappe Zweiteiler noch so schön ist, das gibt Minuspunkte. In der Zwischenzeit bereitet Hannes die Frankfurter Würstel zur Hauptspeise vor. Meinst echt, dass das gut ankommt? Dass die Stimmung noch besser wird, werde ich jetzt noch ein paar gezielte Fragen stellen und ein gutes Essen servieren. Das ist also tatsächlich der Hauptgang. Keine Beilage, nicht einmal Salat? Ja, hallo, ich brauche hier ganz dringend ein Taxi. Ich muss eine Dame retten. So, als Hauptspeise haben wir uns eine Frankfurter gemacht. Und ich hoffe, dass die Frankfurter schmecken. Du hast sowas von neben gekriegt. Okay. Nein, also du kannst es gerne essen, aber ich werde beim Brot okay, bleiben. Passt. Dann Mahlzeit. Lass das Brot gut schmecken. Danke. Johanna isst kein Fleisch und weil der zweite Gang ohnehin so sparsam ist, gibt es so gut wie nichts, was sie jetzt essen kann. Oje, nur Brot und Wasser? Ein reichhaltiges Essen. Die ist jetzt schon im Gefängnis bei dir. Doch für Hannes ist das überhaupt kein Grund, seiner hungrigen Dinnerdame eine Alternative anzubieten. Ich habe das nicht sehr charmant gefunden, dass er nicht gesagt hat, ja, ob ich vielleicht jetzt irgendwas, Gemüse oder sonst irgendwas haben will. Also, da hätte er sich schon mehr ins Zeug hauen können. Ich habe mich in deiner Wohnung umgeschaut. Und da habe ich einen Bikini gesehen. Okay. Und zwar einen knallroten. Und bringst du öfter Frauen mit, so nach einem Party machen oder so, und springst dann da im Pool rein oder so? Okay, nein, der ist von meiner besten Freundin, den hat sie auch vergessen letztens. Bist du da sicher? Ja. Okay, beste Freundin, ja, ja. Das sind immer die besten Ausreden. Ja, ja, Ausreden. Ein Bikini? Ich glaube, das ist dein Bikini. Der Partylöwe findet den Moment passend, um in die Offensive zu gehen. Und was haltest du davon, wenn wir die Nachspeise dann im Pool essen? Nachspeise im Pool essen? Ja, so hat sich Hannes das gedacht. Nein. Das taugt mir irgendwie nicht so. Ich weiß nicht. Also, beim ersten Date gleich ausziehen, nein. Ich glaube, er hat eine ziemlich große Klappe. So ein Pech auch. Doch ans Aufgeben denkt der Charmeur deshalb nicht. Ja, flirtmäßig kann es. Also war es noch nicht so optimal, aber es wird sich sicherlich noch steigern. Du bist ja relativ sportlich, hast du gesagt, gell? Genau, ja. Dann würde ich dich bitten, dass du mir das Shirt ausziehst und wir mal ein paar Sit-Ups machen. Okay. Jetzt darf der Maschinenbaustudent endlich zeigen, was sein Body so hergibt. Shirt aus und ab auf die Bretter, Junge. Na, also mal ganz ehrlich, das schaut ziemlich gut aus. Man braucht's nicht nur hier, sondern auch hier. Ja, ein bisschen Verstand schadet bestimmt auch nichts, aber dem sportlichen Körperbau ihres Gastgebers kann auch Johanna nicht widerstehen. Deshalb lässt sie es sich nicht nehmen, auch mal Hand anzulegen. Und es scheint ihr zu gefallen, denn sie will Hannes breite Schultern scheinbar gar nicht mehr loslassen. Schließlich steht sie auch drauf. Ja, und? Also, du hast echt starke Schultern zum Anlehnen. Was? Respekt, du bist wirklich sportlich, aber... Er hat wirklich einen Luxuskörper und auch wirklich gestählt. Aber wie das Tattoo gesehen hat, oh mein Gott. Ja, das ist ein Hello Kitty Tattoo von Spring Breaking Now. Ja, das Tattoo hat sicher gut gefallen. Und die Frauen stehen ja auf Tattoos. Na, also du bist wirklich der volle Partyhengst. Ja, genau. Naja, Geschmackssache. Oh, ein Kätzchen auf der Hühnerbrust.
Nach diesem körperlichen Amüsgell feilt der fesche Partylöwe an seinem finalen Flirt bei der Nachspeise. Sag, wie gehst du's an? Die Nachspeise haben wir geplant, dass wir uns, nachdem sie nicht in den Pool hineingehen wollte, neben den Pool setzen, romantisch. Und ich ihr dann das Dessert servieren werde. Und damit erober ich sie bestimmt. Erobert wird aber erstmal der Geschirrspüler. Nur nichts Anpatztes zu lange herumstehen lassen. Ob es bei der Nachspeise kulinarisch reicht? Für Johanna sind die ersten beiden Gänge ja nicht gerade eine Offenbarung gewesen. Daher, das ist schon mehr ins Zeug kommen können. Und ich bin echt gespannt auf die Nachspeise, was er dort so bieten hat. Im Angebot wären hier Joghurt mit Erdbeeren. Nicht sehr originell, aber zumindest etwas Frisches. Mal schauen, was die Dinnerdame dazu sagt. Danke dir. Lass dir gut schmecken. Danke. Erdbeeren sind schon mal sehr gut. Ja, ich hoffe, es schmeckt's. Ich probiere jetzt einmal. Und? Mhm. Also glaub, mir schmeckt's sehr gut. Ich glaube, das ist wieder auf. Da hast du das wieder wettgemacht, was bei der Hauptspeise, naja. Okay. Nicht so mein Fall war. Boah, Glück gehabt. Somit gibt es wenigstens einen Punkt fürs Essen. Das Essen, das schmeckt echt lecker. Bei der Nachspeise, dass sie echt ins Zeug hat. Stimmt, ja, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ja, das merkt man. Und das schmeckt man. Mit Liebe gemacht. Ja. So ist es, mit richtig viel Liebe. Ja, mit richtig viel Liebe aufgemacht und auf den Teller geklatscht. Wow. Aber jetzt wieder zu den Flirt-Themen. Die rothaarige Bauchtänzerin möchte noch eine offene Frage aus der Videobotschaft klären. Bei der Videobotschaft hast du ja gesagt, dass du sehr humorvoll bist. Mhm. Stell dir das mal unter Beweis. Warst du ein guter Witz oder eine spontane Idee, was dir jetzt einfällt, bis du mir jetzt voll zum Lachen bringst? Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr humorvoll bin. Ja, aber ich kenne ihn nicht. Und so. Ja, deswegen musst du mich halt zuerst besser kennenlernen. Aha, das heißt. Dass du das beurteilen kannst. Vielleicht gibst du ihm eine Flasche Wodka, dann wieder lustig. Mei, was haben wir gelacht? Um seine Spontanität zu beweisen, stürzt der Student seinen Astralleib kurzentschlossen in die Fluten des heimischen Pools. So kommt er selbst zu einer Abkühlung und beeindruckt seine Angebetete ganz nebenbei auch noch. Oder? Also der Sprung im Pool, also das habe ich wirklich Hammer gefunden. Wahnsinn, das hätte ich mir nicht getraut. Und das ist ihm wirklich hoch anzurechnen. Mit denen hat er so ziemlich viel wettgemacht. Schau mal, komm mal her. Du hast es echt verdient. Ja. Das gefühlt gut ist. Danke. Bitte. Tja, Hannes, zum Schluss doch noch alles richtig gemacht, oder wie? Ja, ich glaube, dass sie voll auf mich steht und ich schätze meine Chancen auf 90% ein. Jetzt heißt es abtrocknen und Fazit ziehen. Der Gastgeber bewertet seine eigene Leistung mit 1 bis 5 Herzen. Ich gebe mir 5 Herzen, weil ich mich sehr bemüht habe, dass das hier auch bei ihr sehr gut angekommen ist. Und ich jetzt extra noch für sie in den Pool gesprungen bin und mein Körper sicher sehr gut bei ihr angekommen ist auch. Und ich glaube, es ist jetzt alles in trockenen Tüchern. Also das Match habe ich gewonnen. Ich denke, mit den 5 Herzen kann man ihr baden gehen. Johanna hat es sich in der Zwischenzeit gemütlich gemacht und schreibt ihre Herzallpost. Mit einem ehrlichen Brief lässt sie den gemeinsamen Abend Revue passieren. Ob die breiten Schultern und der Sprung in den Pool die Abzüge beim Essen wieder wettgemacht haben? Dann ist es auch schon Zeit zu gehen. So, Hannes, ich möchte mich bei dir bedanken für den netten romantischen Abend. Und ich habe dir noch was hingelegt. Und fürs Finale wünsche ich mir, dass du in Tracht erscheinst. Okay. Also mach's gut. Wir sehen uns. Passt. Bis bald. Ciao. Ciao. Das erste Date der Woche ist gelaufen. Wie hat's dir gefallen, Johanna? Also das Date mit Hannes, das habe ich super gefunden. Vor allem auch die Location, die war echt ein Traum. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob wir bei einer Beziehung auf einen grünen Zweig kommen. Tja, ehrlich und direkt, wie Johanna halt ist. Was sagt Hannes wohl zu seiner Herzlpost? Lieber Hannes, vielen Dank für den romantischen Abend. Auch wenn du beim Essen noch etwas üben musst. Dein Sprung ins kalte Wasser mit deinem sportlichen Körper hat mich beeindruckt. Aber irgendwie glaube ich, dass du dir die Hörner noch abstoßen musst. Ich suche allerdings einen Mann, der zu 100% bereit ist für eine feste Beziehung. Liebe Grüße, Johanna. PS, vielleicht schwimmen wir dann bald zusammen im Meer des Glücks. Die Nachricht war sehr positiv, ich habe mich sehr darüber gefreut. Und fürs Finale habe ich jetzt eigentlich nichts Konkretes geplant, weil die Konkurrenz es so nicht mit mir mithalten kann.
Sehen Sie morgen bei Messer, Gabel, Herz das Blind Date Dinner. Johanna trifft